Also für mich persönlich ist das ein ganz, ganz besonderer Umzug. Ich bin in meiner Laufbahn, in dieser Karriere schon dreimal umgezogen. Aber ich glaube, mit dem Umzug in diese Räumlichkeiten schlagen wir nochmal ein ganz neues Kapitel des Frankfurter Standorts von Hogan Lovells auf. Mein Name ist Marc Werner und ich bin Office Managing Partner des Frankfurter Standorts von Hogan Lovells. Wir befinden uns hier im 23. Stock des Omniturms. Wir werden die Stockwerke 23 bis 26 haben. Dann haben wir eine wunderbare Konferenzetage auf der 38. Etage. Und wir können die Stockwerke 44 und 45, eine Lounge und eine Terrasse, mitnutzen. Wir freuen uns drauf. Der Omniturm befindet sich im Herzen von Frankfurt. Schauen Sie sich um. Wir befinden uns hier mitten im Financial District. Wir erleben die Dynamik eines Manhattans. Unsere Mandanten werden davon profitieren, dass wir hoch über den Dächern Frankfurts lichtdurchflutete Konferenzräumlichkeiten haben, die mit modernster Technik ausgestattet sind, aber die gleichzeitig einfach auch ein flexibles und ein sehr freundliches Ambiente bieten werden. Das Arbeiten wird sich dramatisch verändern. Wir wollen Büroräumlichkeiten haben, die mehr sind als reine Arbeitsräume. Unsere 250 Mitarbeiter, davon ca. 80 Anwälte, werden sehr viele Projekträume haben, die das soziale Miteinander, das Miteinanderarbeiten fördern werden. Im Grunde genommen ist das State of the Art Arbeiten, so wie es unsere Mandanten, aber auch unsere Mitarbeiter und gegebenenfalls diejenigen, die bei uns anfangen möchten, auch heutzutage erwarten würden. Es gibt kein moderneres Gebäude als dieses im Augenblick in Frankfurt. Ich glaube, gerade für unsere jungen Kollegen, für unsere jungen Mitarbeiter haben wir ideale Räumlichkeiten geschaffen. Hier in diesem tollen urbanen Umfeld, wo sie alles finden werden. Der Umzug ist perfekt organisiert. Wir gehen davon aus, und ich bin fest davon überzeugt, dass das auch so passieren wird, dass wir an einem Wochenende im Mai am Freitagnachmittag in unseren alten Räumlichkeiten aufhören zu arbeiten und am nächsten Montag in diesen Räumlichkeiten wieder starten, ohne dass es der Mandant gemerkt hat, dass wir umgezogen sind.